Hallo und willkommen zurück zu Minecraft City War Beyond. Es ist Nacht und wir legen uns erstmal hin, damit ich ausgeschlafen frisch ans Werk gehen kann. Es ist gerade Samstag. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Und ich habe den Timer nicht gestellt. Gut, wir haben es 2:55 nachts. Ich stelle den Timer eben auf. 23 Minuten. So. So, Timer läuft. Wir wollten eigentlich was tun, ja? Ich werde erstmal diesen Scheiß hier raus tun. So, ich wollte mich eigentlich unten ans Wasser setzen. Und diese kleinen Gehwege bauen. Was ich affig finde, ist immer noch, dass die Events so schnell aufhören. Verdammt, was ist denn das? Das ist ja das gleiche Problem, wie Vasil auch mal hatte, ey. Die Tür ist doch offen, verdammt. Hat der Server nicht mitbekommen, dass die Tür eigentlich offen ist. Ich guck grad irgendwo. Er hat. Kollege Bratwurst, ey. Warum mache ich das hier eigentlich nicht so? Ist doch gleich viel cooler. Ja, was habe ich heute vor? Was will ich tun? Ich weiß es selbst noch nicht genau. Ich werde hier einfach... Oh, guck mal. Ich bin der Einzige, der die letzten 2 Tage gespielt hat, ey. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der Konrad ist gerade so ein bisschen auf Sparflamme gestellt worden. Weil er gerade noch so viel vorbereitet hat. Silox, ich weiß nicht, ob der Bock hat oder so. Den habe ich jetzt auch nicht gefragt. Ich glaube nicht, dass ich mich damit in der Nacht hinstelle und frage. Silox, hast du Zeit? Hast du Bock auf mich? Hä? Heute Nacht? Jetzt? Hm? Geil? Nein, Spaß. Ich bin vielleicht ein bisschen angetrunken im Moment, aber was soll's. Zwei Flaschen Hugo habe ich getrunken. Mehr aber auch nicht. Und, ja. Das ist jetzt auch schon ein paar Stunden her, seit die letzte Flasche leer ist. Ah, du tust mir weh, Alter. Wow, was bist du denn? Oh, komm, leck mich am Arsch, Alter. Ich muss ihn angreifen. Ich will dich töten, ey. Scheiße. Ah, Ficken hat mein Schwert geklaut, ey, wat? Da unten ist es, ich sehe es. Scheiße! Alter, der ist mir zu heavy. Ich könnte ihn ja besiegen, aber dann würde meine Rüstung nur noch mehr leiden, ey. Scheiß Arsch, ey. Ich hasse solche Mobs, ey, weißt du? Übel. Dieses Wasser würde ich gerne noch irgendwie zukippen mit Erde. Ich mache immer so Muster. Also, dass er jetzt Lehm. Oh, das ist Lehm, das muss ich mitnehmen. Lehm muss ich mitnehmen. Könnte uns noch wichtig werden? Ja, natürlich ist uns wichtig. Wir müssen doch ein Dach noch bauen. Und ohne Lehm wäre das ein Albtraum. Irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich achte gar nicht so sehr auf diese Anzeige oben. Damit es da angezeigt wird, was ist. Da achte ich gar nicht so wirklich drauf. Ich vergesse es immer wieder, sonst hätte ich vorher schon gewusst, dass es Lehm ist. Aber das sieht man doch, dass es Lehm ist. So, mal. Und 3 Stück habe ich hier noch. So. Hä? Ich dachte, oh, da hinten ist auch noch was. Alles später zu Ziegeln machen. Und dann, ja. Irgendwo ist jetzt Strömung entstanden. Oder? Nee. Ich dachte. So, jetzt kann ich aber hier ein bisschen diese Abgrenzung bauen. Damit
damit ich hier so eine ganze Fläche von bauen kann. Später. Ich werde das ganze Ding hier zuschütten. Denke ich. Wir haben genug Wasser. Ich mach mal hier ab, hier so. Ach, Mist. Mach das so kästchenmäßig. Mach so Kästchen von und dann passt das schon. Nur genug Erde schaufeln hier. Schaufeln, schaufeln, schaufeln. Außerdem wollte ich diese Erdkohle da hinten nicht zumachen. Das mache ich jetzt gleich. Stelle ich da so Dinger rein, dass da nichts drin spawnen kann. Ich weiß ja nicht genau. Ich habe jetzt auch keinen Bock, großartig zu rechnen. Muss ich da rumrechnen, wie, was, wo und so. Platzmäßig ist das, da habe ich keinen Nerv zu. Hey, ich bin halt schon wieder alleine. Die dritte Aufnahme schon alleine, ey. Oder? Ja, mal wieder. Nicht am Stück, ich hätte auch am Stück aufnehmen können, aber ich hätte keinen Bock zu und ich dachte, vielleicht kommen sie noch dazu. Vielleicht nehmen wir heute Abend wieder auf. Hoffentlich zu dritt. Nee, glaube ich nicht. Da ist der Silox, der macht was anderes. Vielleicht. Mann, 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 Mann. Blöd. Blöd für mich. Ganz blöd für mich. Oder? Ja, ich habe nicht so viel Interessantes zu erzählen. Alleine ist auch irgendwie doof. What? Ist hier irgendwas passiert mit den Bäumen? Die sehen so etwas kahl aus. Huh. So, what? Ob ich hier jetzt einfach so eine Abgrenzung reinsetze? Keine Ahnung. So. Ich weiß nicht, ob dahinter was spawnen kann oder auch nicht. So kommt auf jeden Fall nicht mehr dahinter raus. Wenn da was reinliegen sollte. So, fuck, das war mein Durchgang. Nö, lässig. Irgendwann falle ich nochmal hier rein, ey. Garantiert. Da spawnt nichts, ne? Wahrscheinlich nicht. So, warte. Ach. Ist egal. Macht ihr trotzdem Geräusche? Egal, ich werde es nie wiederfinden. Zum Glück. Hä? Dass ich immer irgendwas in der Hand habe, ey. Warum? Ich hoffe, mein Timer meldet sich gleich. Ich habe eigentlich gar keinen Bock aufzunehmen. Aber ich zwinge mich dazu jetzt einfach. Ich kann gleich einfach so in mein Bett gehen, ey. Und pennen. Weg bin ich. Diese blöde Höhle habe ich auch irgendwie vergessen so ein bisschen. Was war denn das Problem letztens? Kohle, auch immer relativ wichtig. Ohne Kohle kein Eisen. Ohne Eisen kein Dingens. Jetzt muss ich erstmal klarkommen, hier wieder raus. Schwimmmäßig. So, und irgendwie darunter und gucken. Könnte da noch was sein? Ach, ich würde es ja sehen, wenn da was ist. Das ist aber noch Eisen, das ist wunderschön. Eisen, 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 noch mehr. Oh, ich Eisen. Ist ja schon ganz cool. Oh Gott, das ist noch mehr, ey. Ich fasse es nicht.
Ich muss raus hier. Ich muss raus hier. Aber das ist normales Wasser. Das fließt hier unten einfach rein, ey. Okay. Alles gut. Immer so sehe ich doch gar nichts. Ich wollte so gerade zuschütten hier irgendwie. Ja, oh Gott, da sind schon Viecher, verdammt. Ich bin erkältet oder sowas. Oh Gott, eine Spinne, ey. Was willst du tun? Ist schon wieder Nacht, ne? Is it possible? Es gibt so viel Scheiße, die ich noch tun möchte. Wisst ihr? Ich sollte jetzt erstmal nach unten gehen, gucken, was ich davon weg tun kann, was ich überhaupt nicht brauche. Wie hier in die Sandkies-Lehmkiste. Oder in die Essenskiste. Warte mal, ist das eine Pflanzenkiste? Oder in die Essenskiste? Ich tue das hier mal in die Essenskiste. Das ist in die Pflanzenkiste. Das kommt in die Essenskiste. Und das kommt in die Itemkiste. Das ist Holz. Das kommt damit rein, so. Holz und Eisenerz und Sprengpuder. So. Und Fäden gehören damit rein. Bruchstein, Kies, Dingens und hier, bla. So. Ich hole mir erstmal hier Erde raus, so. Ein bisschen. Kann ich gleich draußen ein bisschen zuklatschen, alles hier. Und dann sollen wir uns nicht dran stören. Ich finde das Fenster toll, aber irgendwie finde ich diesen Raum ganz schwachsinnig. Noch. Da will ich gar nicht rein. Brauche ich nichts von. Hey, da liegt meine Scheiße noch rum. Wahnsinn. Da brauche ich natürlich alles. Egal. Oh, da ist ein Wolf. Was willst du tun, Wolf? Oh, Werwolf-Typ. Sogar zwei Stück von denen, oder? Ich guck grad, wie viel Zeit ich noch habe. Oh, genug. Knappe 10 Minuten vielleicht noch. Nicht ganz. Hallo, ihr. Gestirb. Was ist das eigentlich? Hey, lol. Das war ein Bienennest. Ach, gut. Ach, ich hab mal gehört, es gibt doch so ein Dingens, irgendwas Mod, wo irgendwas mit Bienen bei ist. Und da kann man, glaube ich, auch Honig züchten. Dafür braucht man wahrscheinlich diese Bienenköniginnen. Irgendwie sowas. Oh, da ist noch einer. So, jetzt kann ich hier endlich langsam anfangen mit Zubauen von dem Scheißteich.
ändert sich hier alles so ratzfatz schnell irgendwie. 1, 2, 3, 4. Hä? Das mache ich einfach so. Eins, zwei. Ich dachte, da wäre so ein Loch im Boden, keine Ahnung. Die war es wohl nicht. Warte mal eben. Jetzt habe ich hier noch nicht mal solche Querstreben drin. Eins, zwei, drei. Hey, so. Ich hoffe, das war richtig. Wie viel Erde ich wohl hier noch brauchen werde? Ich höre hier was. Ratten. Oder so. 1, 2, 3, 4. Hey. So. Ich dachte, ich wäre schon wieder ins Wasser gefallen. Soll ich das erstmal bis dahin lassen? Dann mache ich das hier einfach wieder aufschaufeln. Ist das aber so gerade hier, ne? Ach, scheiß drauf. Aber irgendwie... Ich bin damit nicht so ganz zufrieden. Natürlich kann ich das hier so... zum Dingsen. Hier auch. Ich höre eine Schlange. So kann das aussehen. Meinetwegen. Ich muss nur diese Querdinger hier reinhämmern. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Ende. Das war wohl nix. Aber wenn ich wollen würde, könnte ich dieses Ding hier nochmal. Ach, nee, könnte ich nicht. Kein Nerv zu. Irgendwas sollten wir hier noch hinbauen. Irgendwas Cooles auf die andere Seite. Ein Leuchtturm oder sowas. Was ist das eigentlich für eine grüne Wolke? Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Vielleicht kommt das von dem komischen Sumpfbiom da hinten. Oder so. Ich bin froh, wenn ich hier endlich diesen Scheißteich dicht habe und Dingensen kann hier die Gehege für die Tiere da aufbauen. Oder irgendwelche weiteren Farmen, obwohl mit den Farmen würde ich erstmal mehr oder weniger rumexperimentieren. Von wegen, was kann ich pflanzen, was wächst. Außerdem kann man da rausgucken, was man davon bauen kann. Aber was bringt wie viel? Gibt es ein Rezeptbuch? Ich habe mal, glaube ich, gelesen, dass es ein Rezeptbuch gibt hier in unserem Texturen-Quatsch, in unserem Ressourcenpaket hier. Irgendwas mit dem ganzen Scheiß. So ein Scheiß. So viele Mods und keiner weiß, wofür sie alle sind. Und tausendmal gibt es dieselben Mods. Was soll denn das? So ein Scheiß. Ich meine, diese Pflanzenmod irgendwas. Tausendmal dieselben Pflanzen, aber alle gehören zu verschiedenen Mods.
Tomate A und Tomate B. Beispielsweise. Und das eine lässt sich mit dem einen bauen, das andere lässt sich nicht mit dem anderen bauen, bla. So diese Rezepte, war Tomate ist Tomate und Mozzarella. Zum Beispiel mit Brot hast du leckeres zu essen. Beispiel. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich geht so. Halt so, Beispiel. Hast du Tomate A, funktioniert nur mit Tomate A für das Rezept. In Tomate B funktioniert mit dem Rezept nicht, weil Tomate B andere Rezepte hat. Wer soll denn da noch durchsteigen? So ein Scheiß. Ich wollte gerade teilweise irgendwie so ein bisschen versuchen, Dinge ins Nacht zu machen. Aber das kann ich nicht. Ach, wie heißt er? Ach, ich habe seinen Namen vergessen. Auch so ein YouTuber. Einer von den etwas größeren. Den habe ich in letzter Zeit viel geguckt. Oder relativ viel. Ach, wie heißt denn der? Ich habe es vergessen. Der meinte auch immer, so einen Scheiß. Versteht mich nicht falsch, Leute, aber bla 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 bla, irgendwas. Das fand ich so nice, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halt die Fresse. Da ist die Scheißschlange. Oh, guck mal, fast bin ich fertig. Ich bin froh, wenn der Mint-Hammer gleich klingelt. Dann kann ich die Folge rendern und hochladen und dann schmeiße ich mich in mein Bett, so. Dann kann ich pennen gehen. Feierabend. Feierabend, wieder ist das so kräftig, der wird sich gut. So. Das ist ja schon ein großer, guter Teil hier. Jetzt habe ich gar kein Dingens. Warum nimmt er eigentlich mal diesen Scheiß auf? Meine Fresse! Ich verstehe es nicht. Ich bin überhaupt nicht mehr an die alten Sounds von Minecraft gewöhnt, jetzt durch das Texturenpack hier. Auch weil ich so kein Minecraft spiele. Früher habe ich gerne Minecraft gespielt, bevor ich Let's Plays gemacht habe und sowas. Aber das hat sich alles ein bisschen, geändert. Es ist nur breites. Bin ja so vor, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halt doch die Fresse. Ratten, ey, wo? Wo sind die Ratten? Die sind garantiert unterm Haus. Da, wo ich das Loch gelassen habe. Blöd. Blöd von mir. Zu groß gemacht. Egal. Die kommen da nicht raus und belästigen mich nicht so. Nur mal ein bisschen am Rumquieken. Muss ich aber gucken, wo mache ich Sicht? Und nächstes Mal mache ich dann weiter. Oh, der Timer geht los. Okay, Leute. Das war's dann für heute. Ich lasse dieses Ungetüm hier. Es wird schon wieder Nacht. Es passt mir jedes Mal recht gut. Das zur Nacht. Ende ist hier. So. Ich gehe jetzt pennen. Und würde dann sagen, sehen wir uns morgen, also nächste Woche wieder, mit einer weiteren Folge von City War Beyond. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann!